Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen, hatte der HCL Florenz doch alles gegeben. Dresdens Handballer verpassen den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Beide Relegationsspiele gingen verloren. Jubeln durften stattdessen die Teams aus Hagen und Springe. Und so ist es passiert. Schon vor dem Aufstiegsturnier machte der HCL Florenz klar, das erste Spiel ist das Entscheidende. Und so mobilisierten die Dresdner im Aufeinandertreffen gegen die Handballfreunde Springe alle Kräfte. 40 Minuten hielten die Dresdner bravourös mit. Das handballverrückte Städtchen aus der Nähe von Hannover will seit Jahren in die zweite Liga. Entsprechend stark und ausgeglichen der Kader der Handballfreunde. Dresden musste viel investieren, um zum Torerfolg zu kommen. Die Schwachstelle im HC-Angriff war ganz klar der Rückraum. Nur wenige Treffer gelangen über die Halbpositionen. Zudem gab es gerade in der Schlussphase viele leichte Ballverluste. Bis zur 46. Minute kämpfte sich der HCL Florenz immer wieder zurück. Gabriel De Santis mit dem Ausgleich zum 19:19. Dann aber der Bruch im Spiel. In den letzten 14 Minuten gelang dem HCL Florenz kein einziger Treffer. Das Team von Trainer Peter Püsal wirkte ausgelaugt und so hatten die Handballfreunde fortan leichtes Spiel. Angetrieben von einer großen Fanschar marschierten die Niedersachsen Richtung Auftaktsieg. 25:19 gewann Springer am Ende. Der HCL Florenz stand gleich nach dem ersten Spiel also mit dem Rücken zur Wand. Alle wussten, nur ein deutlicher Sieg gegen Hagen würde jetzt noch helfen. Wirklich dran geglaubt hatten da aber wohl nur noch die wenigsten. Zumal dem HCL Florenz als Verlierer nur eine gute Stunde Regenerationszeit blieb. An den Rhythmus müssen sich alle gewöhnen, den haben wir alle und da müssen wir uns einfach dann anpassen. Wie gesagt, wir haben Zusatzernährung dort mit physiotherapeutischen Maßnahmen, Arzt ist da. Jetzt heißt es einfach wieder frohen Mutes in die nächste Aufgabe gehen. Für das Spiel gegen Eintracht Hagen baute HC-Trainer Peter Püsal sein Team fast auf allen Positionen um. Sicherlich, um mit frischen Kräften zu agieren, wohl aber auch, weil er speziell mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft nicht zufrieden war. Wie schon gegen Springe musste der HCL Florenz in der ersten Halbzeit zu gefallen. Die 14:13 Führung nach 30 Minuten war allerdings zu gering. Denn im zweiten Spielabschnitt drehte sich das Spiel. Eintracht Hagen setzte sich schnell ab, führte zwischenzeitlich mit 4 Toren. Doch der HCL Florenz mobilisierte ein allerletztes Mal alle Kräfte. Der im Relegationsturnier schwache Alexander Matschos konnte Minuten vor dem Spielende ausgleichen. Auf einmal war für die Dresdner wieder alles drin. Doch die Big Points in der entscheidenden Phase, die setzten die Gäste. Und so gewann Eintracht Hagen hauchdünn mit 27:26. Damit waren die Aufstiegstickets verteilt. Der HCL Florenz bleibt am Boden, während Springe und Hagen abheben Richtung zweite Handball-Bundesliga. 800 Zuschauer, aber nur gut die Hälfte aus Dresden, verfolgten das Turnier, bei dem am Ende die Gäste jubelten.